Herzlich willkommen, liebe Krypto-Freunde und Mining-Enthusiasten. Ich habe da vorige Woche ein richtig cooles Spielzeug von millionminer.com oder millionminer.de bekommen, nämlich einen Antminer S19 Pro Hydro. Das Ding, das macht richtig, richtig Spaß. Wassergekühlt, auch mit PSU. Den schauen wir uns heute ein wenig im Detail an und wir quatschen bezüglich Photovoltaik, Ertragsgeschichten. Heute war der 14. Februar, der Valentinstag 2024. Wunderbarer Tag für Energieernte. Achtung, ich habe einen Link, wenn du diesen nutzt, wäre es wunderbar, du würdest mich mit deiner Bestellung bei Millionmine unterstützen, aber schreib denen hin, du brauchst diesen Stromstecker, weil bei Bitmain sind diese Stecker ja nie im Karton dabei und ich habe jetzt zwar zwei Stück von diesen wunderbaren Minern. Warum zwei Stück? Weil Millionmine gemeint hat, den S21, den was ich letztens bekommen habe, den hatte ich nicht allzu lange, weil der wurde mir gleich aus den Händen gerissen. Und dementsprechend haben sie mir zwei Geräte zur Verfügung gestellt, damit, wenn eines wirklich gekauft wird, das heißt ein Stück könnt ihr direkt bei mir holen, damit ich auch einen habe für ein Langzeittesting. Weil das Ding wird dann bei mir in die Heizung integriert. Dann machen wir da ganz lustige Videos, ich freue mich schon drauf. Angeblich soll der 3,5 Bar aushalten. Ob das jetzt mit diesen gesteckten Schläuchen funktioniert, wage ich ein wenig zu bezweifeln. Da haben wir im Prinzip, das können wir uns dann aussuchen, Vorlauf oder Rücklauf. Ich werde es wahrscheinlich in meinem Fall machen. Ich werde mit der kalten Seite durch der PSU fahren, dann über den 4 Hashboards scheinbar und dann hier mit dem heißen Wasser raus. Angeblich bis 40 Grad das Ganze zu betreiben. Ich darf hier sogar BrainOS installieren. Das heißt, wir werden richtig Spaß haben mit dieser Mühle. Aber dazu kommen dann Updates, nur dass ihr das gesehen habt. Ein Stück habe ich auf Lager, was ich direkt bei mir per Abholung zur Verfügung stellen kann. 14,85 Kilo hat das Ding ohne Lüfter. Und warum ist dieser Miner so cool? Weil man damit dann wunderbar in sein Heizungssystem reinfahren kann. Oder auch Warmwasser machen kann. Das heißt, die Poolwärmepumpe wird umadaptiert, dass da auch ein Sommerbetrieb möglich ist. Ich sollte auch einen originalen Kühler bekommen, der was von Millionminer verkauft wird. Das ist aber Speditionsgut, dementsprechend dauert hier der Versand länger. Fakt ist, diese Poolwärmepumpengeschichte möchte ich da auch mit integrieren. Lasst euch da überraschen. Das Angenehme bei diesen Hydrominern ist einfach, dass der, sorry Freunde, der Dreckslärm weg ist. Und diese S19er Hydrominer sind zurzeit relativ günstig zu haben, obwohl der Bitcoin gerade ein wenig Turbo gibt. Ich vermute auch, wenn wir kurz ein wenig über den Bitcoin-Preis sprechen, dass unter Umständen, ja, vor den Halving, wir vielleicht möglicherweise überraschenderweise ein neues All-Time-High sehen. Ich glaube aber, gleich wie es bei Litecoin und Ravencoin und Konsortium war, dass nach den Halving, beziehungsweise ein, zwei Tage um den Halving danach, der Bitcoin-Kurs einbrechen wird. Möglicherweise sehen wir sogar 100 bis 125k um den Tag des Halvings, weil einfach die ganze Welt verrückt spielt. Aber hier bitte jetzt nicht vergessen, es hat auch mit der Realwirtschaft zu tun und die Realwirtschaft läuft nicht wirklich gut. Der Markt ist verzerrt, jeder lügt und betrügt. Dementsprechend ist alles, was wir da an Preisprognosen abgeben, fubar. Warum? Weil wenn nämlich Gold gerade billiger wird, ja, wobei die ganze Welt im Prinzip vor den Hunden geht, bei diesen Fiat-Geldsystemen, ist absolut kein rationeller Begriff mehr da, dass man sagt, da stimmt irgendwas bei den Preisen. Ich glaube unter Umständen, dass wir jetzt von Halving ein neues All-Time-High erleben können, auch diesen ganzen ETF-Geschichten und dergleichen geschuldet. Und dann, glaube ich, bekommt der Bitcoin nochmal kurz eine in die Schnauze und möglicherweise einen zweiten Bullenlauf heuer dann Richtung Weihnachten. Aber wie gesagt, die ganze Welt bereitet sich möglicherweise um einen dritten Weltkrieg vor. Die nächste Pandemien werden quasi ja schon ausgerufen. Die können auf uns zukommen. Dementsprechend ist es total unseriös, hier Preisprognosen ernst zu nehmen, abzugeben. Aber ich glaube, wir haben heuer zweimal einen wunderschönen Verlauf im Chart. Das muss uns klar sein. Und diese Hydrominer sind insofern interessant, weil sie urlange halten, leise sind,
keinen Lärm machen und man die Wärme auch richtig cool nutzen kann. Also ideal für Heizungskonzepte. Und das möchte ich auch hier bei diesem Antminer S19 umsetzen, weil ich sage, egal jetzt da, ob jetzt beim Halving dann natürlich logischerweise bei allen gleichen Parametern nur mehr das Halbe rauskommt. Es ist, wenn man PV-Überschussstrom hat, und über das werden wir jetzt schnell quatschen. Ich hatte ja heute das Riesenvergnügen, am 14.02.2024 wirklich wieder mal einen ordentlichen Photovoltaik-Tag zu haben. Wobei, ich hatte einmal heuer sogar schon 90 Kilowattstunden Gesamtproduktion. Ich habe euch mal in einem Video gesagt, das war eben das Video rund um der Terrasse, dass wir 2 Tage lang keine einzige Wolke hatten. Und da hatte ich pro Tag im Januar 90 Kilowattstunden. Das ist aber jetzt in den letzten Tagen wieder runter auf 60 Kilowattstunden gegangen. Aber hier ein wenig ein Vergleich. Bei den 2 Teil-Hybrid-Inverter habe ich ja von meiner alten Dach-PV-Anlage summa summarum überall die 2 Trecker genutzt. Ich habe ja 4 Strings von meinem Dach oben runtergezogen. Dementsprechend arbeiten diese Maschinen super effektiv. Obwohl ich einen Baum habe, der Schatten wirft, hier der Beweis 29,8 Kilowattstunden beim Inverter 1 und wenn wir auf den Inverter 2 gehen, 24,3 Kilowattstunden. Den Mining Rig werde ich dann auch noch ein paar Takte sagen. Schafft man sogar bei relativ flacher Montage, weil meine Dach-PV dürfte ungefähr im Bereich der 22 Grad liegen, relativ gute Ergebnisse in dieser Jahreszeit. Was aber bei mir definitiv heraussticht, das ist die Terrasse, wo lediglich die 2,58 kW Peak installiert sind, dass die brav 10,3 Kilowattstunden macht. Und da, Freunde, kennt ihr ja noch das Video mit den Schatten, sag ich, da wären noch locker 5, 6 Kilowattstunden heute zum Holen gewesen, wenn ich Optimierer oder Mikroinverter installiert hätte. Also da habe ich noch richtig was zu holen und da sieht man, dass diese steile Montage, ich habe mit 45 Grad die Module ausgerichtet, wunderbare Ertragslagen gibt. Meine 100.000 kleinen XX Large, also weil ich im Prinzip ganz, ganz viele Balkonkraftwerke auf mein Grundstück verteilt habe, da kommt, ist nicht schlecht, ist ein neuer All-Time-High jetzt im Prinzip bei mir im heurigen Jahr mit 8,72 Kilowattstunden, aber in Relation bringen dann halt die Module, die was dann beim Balkon, Zaungeländer montiert sind, nicht die Welt. Sieht man, schaut schlecht aus, obwohl hier ein Tracker und alles dabei ist. Was auch interessant ist, meine erste PV-Anlage, diese 1 kW Peak beim Zaun, die was ich über den Victron Laderegler direkt über Prinzip auf der 48 Volt Seite auf meine Batteriebank darauf fahre, habe ich auch beachtliche 2 Kilowattstunden, weil diese Anlage ist doch sehr viel im Schatten. Und übrigens, weil die Fragen schon ganz oft waren, ihr könnt, wenn ihr gleich viel Zellen habt, die ganzen Batterien, die hängen hier alle parallel. Auch diese 4 Stück 12 Volt Batterien von TKC Bauer. Das hängt alles parallel. Alle Batterien, was ihr seht, bis auf der Seplos, die ist aktuell jetzt nicht angeschlossen, weil ich das ganze Ding da jetzt abbaue. Das heißt, da gibt es auch 2, 3 Videos und dann wird da wieder umgerissen. Hilft nichts, kommt wieder anderes Zeugs her. Aber alle Batterien arbeiten hier parallel. Ja, ich fahre braverweise im Inselbetrieb, ihr seht es, Off-Grid, hier wird nichts gefaked. Aktuell heute noch 0 Bezug aus dem Netz. Und ich muss natürlich jetzt schon langsam die Leistung runterfahren, weil sonst schaffe ich es nicht bis morgen früh im Inselbetrieb zum Weiterfahren. Ich dürfte jetzt da roundabout 15 Kilowattstunden da noch in den ganzen Batterien drin haben. Hier jetzt nicht ganz von den SOC-Anzeigen täuschen lassen. Es ist aber kein Geheimnis, dass sich die Batterien unterschiedlich schnell entleeren. Wir können ja, das ist das Schöne bei den Batterien, die was ein Display haben, hier im Prinzip schauen, dieses Pack hat 51,82 Volt und die Gobal Power, die hat spannenderweise die identische Spannung, also im Prinzip auf der zweiten Kommastelle hätte ich mir ein anderes Spannungsergebnis erhofft, die muss natürlich jetzt mehr Energie liefern, weil die hat ja 280 Amperestunden und da sind ja nur 50 Amperestunden installiert, aber ihr seht, das klappt auch im User-Defined Battery Mode sehr gut, das heißt, ich arbeite hier ohne Kommunikation. Ich könnte zwar eine Kommunikation von jeder Batterie anstecken, aber bin natürlich dann immer auf diese Messwerte beschränkt und somit habe ich aber bei diesem Setup eben die Möglichkeit, hier die Werte manuell einzustellen und das ist dann auch großartig.
Man sieht auch die Nachlademöglichkeiten und das im Prinzip ist das Delta, wobei im Inselbetrieb das jetzt nicht so essentiell ist. Also man sieht schon, es ist auch ohne Kommunikation einiges möglich. Das wollte ich hier zum Ausdruck gebracht haben. Du könntest auch theoretisch hier auf der 48 Volt Seite jetzt mit anderen Off-Grid-Inverter oder in meinem Fall Laderegler drauf fahren. Das wollte ich auch einmal auf dieser Stelle einmal wiederholt haben. Bevor wir jetzt da mit dieser Liste noch den einen oder anderen Senf quatschen, warum ich da unten im Prinzip auf diese 55 Kilowattstunden nutzbare Energie hinkomme und wieso ich sage 2,3 Kilowatt pro Stunde sind verfügbar, da quatschen wir ein wenig später. Ich mache jetzt einmal das doofe Mining Rig hier auf dieser Seite aus. Vorher gehe ich noch mit euch auf meinen Desktop. Ich habe wieder mal bei HiFos seit langem ein Rig laufen mit dem Kambau, weil ich die ganze Zeit prophezeie im Kambau-Algorithmus. Das dürfte momentan die einzige Chance sein, da im GPU-Mining einiges zu werden. Ich schürfe gerade AI Power Grid. Das könnte durchaus ein interessanter Coin sein als Alternative zum Raven Coin. Und ich habe mir, obwohl ich seinerzeit Berge am Mining-Rigs hatte, wieder also Grafikkarten, Mining-Grafikkarten geshoppt. In meinem Fall die P106090, hier meine Setting-Geschichten, hier hinten aber beim Start, Freunde, das klappt nicht mit den 60 Watt, ich muss beim Start hier immer mit 70 Watt starten und kann dann erst spannenderweise, wenn ich hochgefahren bin, die Leistung reduzieren, dann geht das von 5,1 MHz pro GPU dann runter auf 4,7 MHz, aber viel wichtiger, das Rig, das braucht jetzt aktuell knapp 590 Watt, ist jetzt nicht ganz die Bombe. Aber, Freunde, diese Karten, und jetzt kann ich es endlich ausschalten, diese Karten haben kein Vermögen gekostet. Das sind lüfterlose Karten, die habe ich mir über eBay geshoppt. Ich glaube, da war eher das Problem, jede Karte muss ich extra Versand zahlen. Das ist leider bei diesen eBay-Artikeln ja kein elektrifiziert. Also statische Aufladung ist bei diesen eBay-Artikeln ein wenig öde. Aber warum habe ich mir diese P106er Karten gekauft? Erstens mal das Stück bei knapp 27 Euro, da kann nicht alles verhaut sein. Ich habe auf Amazon ja schon die 2 GB Karten, die neuen getestet, hat nicht geklappt. Aber mit den 6 GB können wir sehr lange noch diverse Coins auf den Kambau-Algorithmus schürfen. Und mein Projekt, da würde ich von euch jetzt auch die eine oder andere Antwort brauchen. Ich suche eine Lösung, dass ich maximal 2 GPUs irgendwie auf einem Motherboard am Laufen bringe und nicht irgendwie ein fettes, großes Motherboard brauche. Weil beim Raspberry Pi scheinbar klappt das nicht wirklich mit dem PCI-Strang. Das heißt, Raspberry Pi ist im Bereich von GPU und PCI Express, also dieser Datenbus, nicht wirklich gut geeignet. Weil ich möchte mit diesen Karten dezentrale Heizungen bauen, weil ich im Haus das einfach großartig finde im Winter. Ich habe ja teilweise Biker-Miner oben in der Wohnung versteckt, dass man einfach dezentral ein wenig Heizleistung hat und bei 2 Karten wären das gut 150 Watt. Und das ist ja im Prinzip das Ziel. Wir wollen ja mit PV-Überschuss arbeiten. Dementsprechend kann das Spaß machen. Und auch im Bereich der Netzteile, die Billigsdorfer, die haben urschlechte Wirkungsgrade. Dementsprechend passen dann die Angaben, was ich da mit der GPU-Geschichte hatte, nicht wirklich gut auf meinem Messgerät. Hier noch einmal die Settings, was ich jetzt hier im Bereich der Overclocking gemacht habe. Dort, wo ich im Prinzip hinten die Werte verändert habe, habe ich teilweise Probleme mit der Kühlung. Das heißt, die Wärmeleitpads dürften Probleme machen, aber trotzdem noch alles sehr tiefenentspannt mit den 67 Grad. Aber das ist mehr, ist im maximalen Overclocking-Bereich hier scheinbar bei diesen Karten nicht zu holen. Es ist bezüglich den 6 GB Karten von Nvidia, der P106, auch nicht viel im Netz zu finden. Aber ich bin mit diesen Werten einigermaßen glücklich, weil hier geht es ja darum, PV-Überschuss bzw. Mining und Heizen zugleich zu betreiben. Der nächste Winter kommt bestimmt und dementsprechend dürfte man mit diesen 6 GB Karten noch sehr lange Freude haben. Ja, und dann habe ich mir in Fernost BC160er Karten 2 Stück geshoppt. Eigentlich habe ich vorgehabt, mehr zu shoppen. Ich habe hier jetzt nur mal eine Testbestellung gemacht. Die wären halt seinerzeit der absolute Burner gewesen im Bereich von Ethereum, Ether. Also das waren so richtige Mega-Hash-Wunder mit Radiallüfter. Leider, also die Karten sind soweit in Ordnung. Der Preis mit Einfuhrumsatzsteuer, weil der österreichische Zoll mittlerweile mich komplett am Kicker hat, bin ich dann jenseits von 220, glaube ich, pro Karte gekommen. Ist für eine gebrauchte Karte nicht wenig Asche. Aber trotz allem, die gerade im Ethereum-Bereich Ether-Hash, Takahashimoto-Algorithmus, Bombenkarte,
habe ich mir geschafft zum Spielen, weil es mir ums Heizen geht. Ja, weil was soll ich jetzt mit der Kohle? Entweder PV-Module montieren und ich gehe davon aus, dass unser Geld bald nichts mehr wert sein wird. Ist einmal so, da habe ich lieber Hardware herumliegen und